Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Ich dachte immer, das ist etwas für dumme kleine Mädchen. Ihr wisst schon, für solche wie meine Schwester Snow. Aber ich glaube, mir ist das gerade selbst passiert. Seht ihn euch an, das ist er. Er ist neu an unserer Schule und alles an ihm ist perfekt. Soll ich mich trauen, ihn anzusprechen? Wir sind wieder zurück bei unserer Geschichte rund um Schneewittchen Snow und die böse Königin Serena. Unsere beiden Schwestern sind gerade in der Schule und wie wir im Intro schon gesehen haben, Serena hat ein Auge auf unseren Prinzen geworfen. Der ist nämlich der neue Schüler. Hier haben wir ihn, Oliver Parker. Ein paar von euch denken sich jetzt vielleicht, hä, warum schwärmt Serena für ihn? Sollte er nicht eigentlich der Mann von Snow werden? Und ja, das wird er auch. Und unserer bösen Königin wird das natürlich ganz und gar nicht gefallen. Wenn ihr schon Ideen habt, wie wir dieses Love Triangle am besten umsetzen, schreibt mir das sehr, sehr gern in die Kommentare. Übrigens spricht es auch sehr für sich, dass Oliver von Serena gar nicht so begeistert ist. Er findet, sie ist ein nicht vertrauenswürdiger Sim. Und das findet er schon, obwohl die beiden sich noch nicht mal unterhalten haben. Gerade sitzen die beiden hier im morgendlichen Unterricht. Talentwettbewerb. Die Schülerschaft versucht, einen Talentwettbewerb auf die Beine zu stellen. Serena findet, dass das eine gute Möglichkeit wäre, ihre Comedy-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ihre Freunde sagen ihr ständig, dass sie lustig ist. Warum sollte sie also nicht ihr Publikum vergrößern? Soll sich Serena anmelden? Wäre das jetzt ein Schauspielwettbewerb oder ein Schönheitswettbewerb? Auf alle Fälle. Aber lustig ist Serena jetzt nicht wirklich. Die beiden sitzen hier gerade im morgendlichen Unterricht und irgendwie wird diese Klasse immer kleiner. Unsere Mitschüler sind Ren, Giselle und Hernan. Ich glaube, alle anderen hat Serena bereits vergrault. Falls ihr euch übrigens noch an den ersten Part erinnert, dann wisst ihr mit Sicherheit, dass Oliver nicht der einzige Mann ist, an dem Serena interessiert ist. Sie hat sich nämlich auch ein wenig in Jaden verguckt. Jaden ist sozusagen ihr Boss. Als Nebenjob arbeitet sie nämlich als Haushaltshilfe und putzt das Haus der beiden. Und im letzten Part hat sie Jaden zum ersten Mal gesehen und da ist ihr aufgefallen, dass er unheimlich gut aussieht. Und ihr erster Eindruck ist jetzt auch, es macht Spaß, hier zu sein. Also sie bewundert ihn schon ziemlich und er findet, sie ist flach. Manche Sims sind tiefsinnig, mit bedeutungsvollen Dingen und Lebenszielen. Auf den ersten Eindruck gehört dieser Sim nicht dazu. Ganz im Gegenteil. Also wie auch bei Oliver hält auch der zweite Mann, an dem Serena interessiert ist, nicht wirklich was von ihr. In der Mittagspause ist Serena tatsächlich gerade dabei, Freundschaften zu schließen. Sie hat ihre Mitschülerin Evelyn kennengelernt. Die beiden sind zwar ziemlich inkompatibel und auch Evelyn findet, dass sie ein nicht vertrauenswürdiger Sim ist, aber dennoch verstehen die beiden sich eigentlich richtig gut. Im letzten Part hat sie ja auch Valerie Landerford kennengelernt. Möglicherweise könnte sie ja nach der Schule was mit den beiden unternehmen. Und so haben die beiden auch den zweiten Tag an der Highschool erfolgreich überstanden. Serena wird den Nachmittag noch hier in Copperdale verbringen. Aber bevor sie das macht, wird sie jetzt einmal den Sozialhase öffnen. Denn in der Früh war sie ja nicht mutig genug, um Oliver anzusprechen und dann hat sie ihn den ganzen Schultag nicht mehr gesehen. Deshalb hat sie jetzt einfach beschlossen, sie sucht ihn auf Sozialhase heraus und wird ihn gleich mal adden. Und dann wird sie ihn gleich mal mit einer koketten Nachricht anschreiben. Ich habe eine Idee, du, ich und dein Bobati mit zwei Strohhelmen. Übrigens hatte die liebe Jasmin in den Kommentaren schon einen Vorschlag, was die Zukunft von Snow, Serena und Oliver bereithalten könnte. Sie hat vorgeschlagen, dass Serena ihre Schwester Snow erledigt. Davor hat Snow natürlich schon längst Oliver geheiratet und mit ihm 6 Kinder bekommen. Nachdem Snow verstorben ist, heiratet Serena dann Oliver und wird somit die böse Stiefmutter von Cinderella. Ich liebe diese Idee. Aber was hältst du davon? Und dann reisen wir mit Serena hier zum Bobati-Laden und zwar mit Evelyn und mit Valerie.
dann kann sie hier mit ihren Freundinnen oder eben Untertanen den Tag noch ausklingen lassen. Als erstes gehen wir mal zu Valerie und werden mit ihr über die kalten Temperaturen sprechen. Und Evelyn läuft leider schon wieder davon. Anscheinend hat sie doch keine Zeit für uns. Und dann bestellen wir hier den günstigsten Bubble Tea, nämlich einen Milch-Bubble Tea mit Mango. Wir haben ja leider nicht so viel Geld, aber das kann sich Serena natürlich auf keinen Fall anmerken lassen. Immerhin ist sie die böse Königin. Und kein Geld zu haben, ist ja sowas von uncool. An dieser Stelle danke an alle, die mir einen Prinzen erstellt haben. Natürlich konnte ich nur einen auswählen. Und hier seht ihr nun die Familie des Prinzen, für die ich mich entschieden habe. Das ist die Familie Whittaker, bestehend aus Terence, Emilia und den beiden Kindern Oliver und Colleen. Und nicht zu vergessen haben sie noch Bali, das ist ein zuckersüßer Hund. Und um ehrlich zu sein, der Hauptgrund, warum ich mich für diese Familie entschieden habe, ich meine, seht euch sein Gesicht an. Der Vater der Familie, Terence Parker, stammt aus einem alten Adelsgeschlecht. Den Reichtum sieht man jedoch nicht direkt, da er großen Wert auf ein bodenständiges Leben und eine dementsprechende Erziehung seiner Kinder Oliver und Colleen legt. Und während Serena hier noch ein wenig Zeit mit ihren Freundinnen verbringt, schauen wir mal zurück zu unserer Snow. Und hier sind wir nun bei unserer lieben Snow. Keine Sorge, falls dir dieses Apartment nicht bekannt vorkommt, wir waren hier noch gar nicht. Hier lebt nämlich Mia. Und Snow ist Mia unheimlich dankbar. Denn immerhin ist sie die Einzige, die es überhaupt möglich gemacht hat, dass Snow und Serena ein relativ normales Leben führen, da sie ihnen kostenlos ihr zweites Apartment zur Verfügung gestellt hat. Deshalb wird Snow für die beiden jetzt einfach mal ein Abendessen zubereiten. Wir werden einmal Grillkäse machen. Sie möchte ihr nämlich einfach was zurückgeben. Für Mia sind Snow und Serena nämlich wie die Kinder, die sie niemals hatte. Auch wenn Serena und Mia sich nicht so gut verstehen, aber wie wir alle wissen, mit Serena soziale Kontakte zu knüpfen, ist ja immer ein bisschen schwieriger. Snow hat einfach ausgezeichneten Grillkäse gemacht und die beiden werden sich jetzt ein Gericht nehmen und hier auf der Terrasse gemeinsam Abendessen. Oder auch nicht, weil Sims eben Sims sind und sich Mia nach drinnen gesetzt hat. Und dann wird sie sich auch schon auf den Weg nach Hause machen. Ich frage mich, wem Serena schreibt. Sie sieht so glücklich aus. Möglicherweise hat sie ja jemanden kennengelernt. Ich hoffe es für sie, denn ich habe jemanden kennengelernt. Also, es ist noch nicht wirklich was passiert, aber heute auf meinem Nachhauseweg hat mich jemand angesprochen. Oliver heißt er. Er ist der Neue an unserer Schule. Er hat gemeint, dass er mich interessant findet und nach meiner Nummer gefragt. Und jetzt schreiben wir schon den ganzen Tag. Ich finde ihn richtig toll. Ob Serena gerade das Gleiche fühlt? Ich wünschte, wir hätten ein besseres Verhältnis und würden über solche Dinge sprechen. Ich möchte doch wissen, wer sie so glücklich macht. Und so beginnt unser Love Triangle. Während Snow Oliver nach der Schule kennengelernt hat und schon den ganzen Tag mit ihm hin und her schreibt, hat sie keine Ahnung, dass ihre Schwester Serena am gleichen Typen interessiert ist. Mittlerweile hat er auch auf Serenas Nachricht reagiert und die beiden haben ein Treffen miteinander vereinbart. Und zwar wollen sie am Donnerstag gemeinsam zum Sporttag des Footballteams gehen. Für Serena ist das eindeutig ein Date. Aber ich bezweifle, dass es das für Oliver auch ist. Warum sollte er sonst schon den ganzen Tag mit ihrer Schwester flirten? Was wollt ihr, dass bei diesem Date passiert?